nochmal zurück beim Audi Star Talk mit Uli Hoeneß und Lothar Matthäus. Ihr habt sie gesehen beim Audi Cup auf der Tribüne im engen Gespräch mit Franz Beckenbauer, ihrem Mentor, ich glaube auch ein enger Freund. Ich nehme an, Sie haben die aktuelle Lage auch so ein bisschen analysiert, oder? Oder was haben Sie so mit ihm gesprochen? Natürlich haben wir hauptsächlich über Fußball gesprochen, auch über das neue Gesicht des FC Bayern. Und? Es hat sich einiges verändert. Ich habe ja auch, wie ich in Israel als Trainer gearbeitet habe, eigentlich die Bayern München Spiele regelmäßig im Fernsehen gesehen. Aha. Ob Champions League, ob Bundesliga. In Israel wird die Bundesliga sehr stark verfolgt. Und man sieht schon, dass sehr viel Disziplin in der Mannschaft ist, sehr viel Engagement in der Mannschaft ist, dass da ein Team auftritt, das miteinander Spaß hat und dass vor allem der neue Trainer vor allem auf Kleinigkeiten Wert legt, wo man vielleicht in der Vergangenheit nicht unbedingt so gesehen hat. Uli, weil wir gerade den Franz erwähnt haben, vielleicht können Sie das heute auch bei uns einfach noch mal klarstellen. Es ist ja ein ungewöhnlicher Schritt jetzt gewesen, was ganz aktuell passiert ist, dass sozusagen der Vorstand per Presseerklärung dem Aufsichtsrat gesagt hat, sich bitte vielleicht doch anders zu äußern. So habe ich es jedenfalls interpretiert. Sie haben doch mit Franz Beckenbauer einen wahnsinnig langen gemeinsamen Weg. Stimmt es, was jetzt immer so zwischen den Zeilen kolportiert wird, dass Ihr Verhältnis vergiftet wäre, dass es da Probleme gibt oder wie ist es? Nein, das stimmt überhaupt nicht, dass das Verhältnis vergiftet ist. Es ist nur, wird es für den Vorstand natürlich zunehmend schwieriger, dieses Geschäft allgemein zu machen, weil die Öffentlichkeitsarbeit natürlich eine enorme Rolle spielt. Und für uns war dieser Schritt deshalb wichtig, weil die Situation um Frank Ribéry, die hatte sich ja total entspannt. Und Frank ist ja nun mal auch ein sehr emotionaler Mensch. Und wir hoffen oder denken nach wie vor, dass wir das in den nächsten Wochen so in den Griff kriegen. Franz hatte dann gesagt, Bayern ist dem Ribéry wurscht. Ja, und er hatte das empfand natürlich Frank als eine Beleidigung für ihn und für die Franzosen. Und da hat er ziemlich heftig reagiert. Und die Geschichte, das ist ja etwas, was der Franz regelmäßig unterschätzt. Wenn er was sagt bei irgendeiner Podiumsdiskussion oder bei einem Golfturnier, das wird ja dann innerhalb von Stunden in die ganze Welt hinaus posaunt. Und diese Geschichte mit den Franzosen, die ist auf der L'Equipe auf der Seite 1 gestanden. Und die Frau Ribéry hat ihren Mann natürlich am Montagmorgen angerufen und hat gesagt, schau mal, was da los ist, was ist eigentlich bei Bayern los? Und deshalb können wir ja nicht sagen, wir haben den Franz angerufen und haben gesagt, das und das. Und wir haben versucht, ein klares Statement. Ich fand das relativ fair und sehr, zwar klar, aber sehr fair. Und das haben wir ins Französische übersetzt und dem Frank überreicht. Damit er sieht, dass wir hinter ihm stehen, dass wir bereit sind, ihn in allen Punkten zu unterstützen. Das war der eigentliche Hintergrund, weil wir der Meinung waren und sind, dass es extrem wichtig ist, dass vom Aufsichtsratsvorsitzenden bis zum Vorstand alle hinter der Mannschaft, hinter dem Trainer stehen müssen. Und deswegen haben wir dieses Mal relativ klar reagiert, was natürlich... Aber es gibt keinen Krieg in der Chefetage. Wir hatten gestern während des Audi Cups... während des ersten Spiels eine längere Aussprache, Vorstand, Franz und ein Mitglied des Aufsichtsrats. Und ich denke, dass da sollte es Unebenheiten gegeben haben, die sind alle ausgeräumt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Alle Unebenheiten ausgeräumt, auch zwischen Ihnen beiden. Zum Abschied dieser Sendung habe ich noch ein paar Geschenke. Uli Hoeneß, 30 Jahre haben Sie es ohne Computer ausgehalten. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben Sie ja doch noch mal Lust einzusteigen. Ein Laptop für Sie. Dankeschön. Bitteschön. So. Und für Lothar Matthäus habe ich mir auch was Besonderes einfallen lassen. Ich habe ja gelesen, dass Sie und Ihre Frau Schwierigkeiten hatten, aus Israel die Hochzeitsfeier vorzubereiten. Und da habe ich Ihnen jetzt meinen humorvollen Wedding Planner mitgebracht. Also für Hochzeitsvorbereitungen. Bitte schön. Danke. So. Ach so, Herr Hoeneß, eine Kleinigkeit, wenn ich noch mal kurz darf. Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar haben wir einen ganz besonderen Bildschirmschoner geschaffen. Sie kennen vielleicht das Bild. Er hat mal gesagt, wenn Jürgen Klinsmann der Barack Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa. Und so also sieht es aus. Uli Hoeneß als Mutter Teresa. Ich weiß nicht, ob die Kollegen das mal groß rauszeigen können. Habt ihr das mal kurz? So, also dann bedanke ich mich noch mal sehr herzlich. Nehmen Sie es mit nach Hause. Dankeschön. Wir sind wieder da für Sie am 14. August. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie dann auch wieder einschalten beim Audi Star Talk. Das wird ein Freitagabend sein, 20.15 Uhr. Und mein ganz besonderer Dank geht nochmal an Uli Hoeneß und Lothar Matthäus. Dankeschön.